Hallo Leute, wie ich in dem anderen Video zum Semmelgewitz Black XX schon angekündigt hatte, wollte ich ja noch ein Video machen in meiner Semmelgewitz Reihe zum Brown Number 4. Ja, heute ist es nun soweit, heute Abend. Jetzt habe ich die Ruhe, die Muße, habe mir auch eine Pfeife mit ihm gefüllt und gerade angezündet. Es handelt sich hierbei einfach mal, also um auf die Pfeife zurückzukommen, meine Peterson Port aus der Iceberg-Serie. Ich weiß nicht, das ist die sandgestrahlte Version. Hier die Titanic vorne drauf. Das ist eine Pot vom Shape her mit einem ja, gehobenen mittleren Füllvolumen. Und das ist die Pfeife, die ich einfach mal für diesen Brown Number 4 ja, reserviert habe. Also ich rauche aus ihr nichts anderes. Und bin der Meinung, dass der Tabak in dieser Pfeife sich einfach am besten entwickeln kann, weil sie hat auch eine nicht zu kleine Bohrung und so kann er sich halt wunderbar entfalten. Gut, kommen wir zum Tabak. Also eins vorneweg, wir reden hier von einem Tabak, wie ich finde es, oder passenderweise in einem anderen im Kommentar zu dem Black XX Video jemand geschrieben hatte. Also dieser Tabak hier noch deutlicher als der Black XX trennt die Jungs von den Männern. Natürlich scherzhaft gemeint. Er ist wirklich was für Leute, die stärkere Tabake gewöhnt sind, des Öfteren rauchen oder über eine doch relativ gut ausgeprägte Nikotinresistenz verfügen. Warum? Also dieser Brown Number 4 von Samuel Garrett ist der kräftigste Tabak, der mir persönlich bisher auf dem deutschen Markt unter die Finger gekommen ist. Produziert wird er aus sogenannten Dark Fired Leaf, also wirklich schön dementsprechend zubereitete Tabake. Ja, und dann halt so laut Beschreibung 4 Wochen lang in der Presse gereift. Die Darreichungsform ist genauso wie beim Black XX, zu dem er ja auch die Basis bildet, ein Strang, Rope, Twist, wie auch immer. Wie man sieht, er ist wirklich schön braun und für meine Begriffe auch das dunkelste an Virginia, was ich überhaupt kenne. Es ist ein Straight Virginia. Er hat also Aromatisierung kann ich bei diesem Tabak definitiv nicht feststellen. Es sind doch keine anderen Tabake drin verwendet, sondern wirklich nur Virginias. Und kommen wir zum Geschmack. Also zum einen, viele bezeichnen ihn als recht eindimensional, was ich zum Teil auch bestätigen kann. Was aber auf der anderen Seite für mich persönlich kein Hinderungsgrund dafür ist, dass dieser Tabak sich zu einem meiner Lieblinge entwickelt hat, weil er schmeckt von vorne bis hinten recht ähnlich. Also die Pfeife, die macht keine große Entwicklung durch während des Rauchens. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Wenn so ein Tabak von vorne bis hinten gleich gut schmeckt in einer Pfeife, dann soll es recht sein und habe ich dann kein Problem damit, ihn trotzdem so zu genießen. Geschmacklich ist er auf der kräftigen, herberen Seite angesiedelt. Also, weiß ich nicht, von der Zigarre her kenne ich es immer so mit dem leichten, ledrigen Aroma. Also irgendwas in der Richtung Animalisches. Wenn man gut drauf ist oder, weiß ich nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, dann kann man dort auch eine gewisse Virginia-Süße feststellen. Aber wirklich nur ganz hinten, also ganz weit hinten drin ist da noch etwas von dieser Süße des Virginias vorhanden. Dominieren tun wirklich eher die kräftigen, nikotinlastigen, ledrigen, erdigen Aromen, also wirklich sehr auf der kräftigen Seite angesiedelt. Zum Thema Nikotin oder wie er sich rauchen lässt. Am Anfang, wenn die Pfeife entzündet wird, beißt sie ein wenig auf der Zunge. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass beim Entzünden man doch etwas mehr dran zieht und kräftiger zieht. Der Tabak will daher auch sehr ruhig, sehr langsam und gemächlich geraucht werden. Weil wenn man zu heftig dran zieht, dann merkt man es schon, die Zunge wird taub, die Zunge brennt.
Also dann tun sich da am Mund oder auf der Zunge doch schon so einige Schauspieler abspielen. Raucht man ihn aber gemächlich, bedächtig, dann ist es in meinen Augen ein Hochgenuss zu erleben, wie ein Virginia-Tabak in seiner dunkelsten Darreichungsform schmecken kann. Ja, er ist unkompliziert, typisch Twists, also zu verarbeiten. Entweder man stapelt ihn sich als kleine Scheibchen in die Pfeife oder bröselt ihn sich auf. Für Leute, die ihn noch nicht kennen, kann ich einen Tipp weitergeben, den ich von jemand anderem aus dem Internet bekommen habe. Anfangs vielleicht den Tabak ein, zwei Scheibchen, drei Scheibchen sich abschneiden oder die Hälfte der Füllung. Sich einen anderen Virginia-Tabak nehmen, relativ oder ziemlich naturbelassen, OGS zum Beispiel oder auch von Danpipe irgendeine Sorte. Und den Tabak darunter mischen, um erstmal überhaupt ranzukommen an diesen Tabak, auch an den Geschmack. Und wenn man dann der Meinung ist, man verträgt eine volle Ladung, dann rein in die Pfeife und einfach rauchen. Auch nach mehrmaligem Wiederentzünden tut sich da nichts, also er baut nicht ab oder so und wird auch nicht bissiger als beim ersten Entzünden. Also von daher ist das völlig okay. Zum Geruch. Also ich finde den Geruch von dem Tabak phänomenal. Also es ist wirklich. Also er sieht ja so ein bisschen aus wie gehabtes Rindleder in seiner ursprünglichen, also bevor es dann weiterverarbeitet wird. Und so ein bisschen riecht er auch so. Also es ist wirklich. Und Nikotin, man riecht Nikotin. Nikotin vorne, hinten, also es ist wirklich so, wenn ich an dem Glas rieche, wo ich ihn drinnen zu liegen habe, dann erinnert mich das immer. Ich habe in meiner Schulzeit ein Praktikum in einer Schuhfabrik gemacht und habe dort in dem Lederlager gearbeitet. Und so ähnlich hat es da an manchen Ecken gerochen, wo wirklich das reine Rindleder lag. Und das kommt dem schon sehr nahe. Also das ist. Oder relativ frische Zigarren. Also Havannas zum Beispiel, die riechen ähnlich. Und da kommen wir auch zum nächsten Thema. Dieser Tabak ist dem Zigarrentabak durchaus zu vergleichen. Absolut. Also das ist vielleicht nicht unbedingt von der Stärke her, weil es gibt durchaus Zigarren, die sind wesentlich stärker. Aber es vom Geruch her und auch vom Grundfeeling her, was sich beim Rauchen einstellt, kommt ja einer Zigarre sehr nahe, auch was den Raumduft betrifft. Also als ich den das erste Mal geraucht hatte, kam meine Frau an und meinte, ob ich wieder Zigarre rauche und stellte dann verwundert fest, dass ich eine Pfeife im Mund hatte. Ja, was kann man noch zu diesem Tabak sagen, außer nochmal die Warnung auszusprechen, wer ihn probieren will, wunderbar. Es ist meiner Meinung nach ein sehr guter Tabak. Wie gesagt, er ist einer meiner Lieblinge. Aber wer ihn noch nicht kennt, vorsichtig zu Werke gehen, die ersten Male. Auf jeden Fall, weil es ist erfordert. Erfordert wirklich. Also zur Not eine Flasche Cola oder ein Glas Cola, ein paar Gummibärchen, ein Stück Schokolade oder so zur Seite packen. Weil so ein Nikotinflash ist nicht unbedingt immer angenehm und meiner Meinung nach kann man ihn sehr gut bekämpfen, indem man sich dann etwas Süßes zuführt. Zumindest nach meiner Erfahrung, was ich so im Laufe der Jahre gesammelt habe. Ja, ansonsten ist es dasselbe Thema wie beim Black XX. Er wurde halt ursprünglich, auch, glaube ich, auch dieser Blonde Nummer vor, als Kautabak mal produziert. Und ja, wird jetzt halt als Rauchtabak auch angeboten. Ich habe es probiert, ich habe mir mal ein Stückchen abgeschnitten, sowohl von ihm als auch vom Black XX und habe ihn als Kautabak genossen. Man muss es mögen. Ich habe damit kein Problem, weil ich hatte früher schon öfter mal Kautabak probiert, allerdings dann aromatisierte. Man schmeckt halt wirklich dieses ledrige, erdige, tabakechte Aroma und hat dort nicht irgendwie Kirsche oder Apfel oder Menthol oder irgendwas dann im Mund. Wie gesagt, man muss es mögen. Ansonsten genießt ihn, versucht ihn, probiert ihn. Ich kann es nur empfehlen. Und ja, dann bis die Tage. Alles klar. Ciao.